Travel Team. Guten Morgen, heute ist der 24. Mai, Dienstag. Ja. Genau. Und wir sind hier in Eglias, in einem Hotel. Wir waren in einem Hotel. Sehr schön. Zur gestrigen Tour. Gestrige Tour war top. Also bis jetzt das Highlight unserer Hochzeitsreise. Flitterwoche. Wir sind gestartet in Annecy und am See entlang gefahren. Das war schon ganz schön. Durch die Täler. Und dann haben wir uns kurz verfahren. Ja. Irgendwie gab es da, das Navi hat widersprüchliche Angaben gemacht. Egal, jedenfalls verfahren. Etwa, keine Ahnung, Stunde hin und zurück. Trotzdem, es ging dann super weiter mit wunderschöner Straße, schön schmal, schön die Berge hoch. Dann zum ersten Pass. Weiß ich nicht mehr den Namen, das sieht man im Video. 1900 Grad Meter Höhe. Super toll, der erste Einstieg so zum Warmwerden. Wir waren die Einzigen, wir waren alleine da oben. Als Motorradfahrer. Ein Camper als stand Motor, da noch. Ja, ne? Ein Camper stand da noch. Und dann ging es runter und dann zum Col de Isoir. Ja, du hast aber jetzt einen ganz wichtigen Punkt vergessen. Ne? Weil zwischen diesen beiden Pässen ja, war noch ein See. Und Frauschen wollte unbedingt anhalten an diesem See, Bilder machen. Ja, und dann kam der Wind. Ja, ich stand da und habe Bilder gemacht. Ja. Und noch auf der Maschine ohne Seitenständer. Und habe dann gemerkt, wie der Wind an meinem Motorrad zoppelt. Und auf einmal habe ich das Gleichgewicht verloren, den Punkt überschritten, wo ich es noch halten kann. Und da ist immer umgefallen, hingelegt. Ja. Sie hat es dokumentiert auf Video. Ja, man sieht es. Ich habe das verdrängt. Ich habe das verdrängt. Das ist, absolut nichts passiert. Ja. Ja, und dann kam der Col de Isoir. Das war natürlich das Highlight. Das war der Hammer. Die Zufahrt schon durchs Tal. Und dann später haben wir noch kurze Rast gemacht an einem typisch französischen Restaurant. Das große M. Wegen dem Pass noch einmal. Ich kam aus dem Staunen nicht mehr raus. Aus dem Jauchzen, Schreien unterm Helm. Es war abartig. Es war so gigantisch. Nur ich hatte mit der Höhe zu kämpfen. Ja, nach der Vespa-Pause. Nach der Vespa, ja. Jo, wunderschön. Ihr seht es im Video. Ja. Hoffentlich. Aufnahmen gut geworden. Also ganz toll, der ist ja bekannt durch seine einmaligen, einzigartigen Geröllfelder, die so mondlandschaftsartig sind. Erinnert so entfernt an die Bardena Reales in Spanien, diese Wüste, nur halt hoch. Ja. Nur wir konnten auch, wie gesagt, da keine Drohne fliegen lassen. Ja. Die wäre definitiv am Felsen zerschellt bei dem Wind. Ja. Weil, man musste ja selbst gucken, wie man die Motorräder schön in den Wind stellt, damit sie nicht umfallen. Ja. Also das war immer so, man das musste, war dann so gefährlich. Beim Stehen muss man schon sich dagegen lehnen, damit man nicht umfällt, damit man nicht weggeweht wird. Also war schon ganz schön. Aber wunderschön. Und dann die Abfahrt dann am Ende. Auch nochmal schön enge Kurven, ein schönes, wildromantisches Tal. Ja, und dann sind wir hier gelandet. Plan für heute. Wir gucken ja immer, wie es wettertechnisch aussieht. Wir wollten eigentlich nach Norden, nochmal zum Col de Iseron. Aber erstens ist der zu weit weg und zweitens wollte man dann durch die Schweiz, aber da auch fast alle schönen Pässe noch gesperrt mit Wintersperre. Jetzt fahren wir nach Süden Richtung Italien, also italienische Grenze, und da zur, wie heißt das, weiß ich nicht mehr, Maira Stura gibt es da so eine Straße, die allerdings unbefestigt ist, die lassen wir noch. Die lassen wir mal ganz schön. Aber da sollen es die Got to Go. Ja. YouTuberin hat da wunderschöne Aufnahmen von ganz kleinen, schmalen Straßen, also wo gerade so ein Auto lang geht, befestigt. Den Ortsnamen, weiß ich jetzt nicht mehr. Irgendwas mit Marmor, keine Ahnung. Egal. Ihr werdet sehen im Video. Sehen wir später. Ja. Und wir hoffen, dass wir da die Drohne fliegen lassen können. Wir flüchten ein bisschen vom Wetter, weil die Gewitter ziehen nach Norden. Wir fahren nach Süden.
und dann nach Italien rein und ja, mal gucken, wo es uns dann hinverschlägt. Dann wahrscheinlich so Richtung Comer See anschließend, weil wir müssen dann so also langsam uns wieder Richtung Norden Richtung orientieren. Richtung Heimat, ja. Richtung Heimat, leider. Leider. Aber ja. Jetzt fahren wir erstmal los. Genau, okay. Bis später. Bis später. Ciao. Ciao. Boah, sieht das einer an. Da unten waren wir, da unten ist das Vor. Sieht so klein aus. Muss hinterher. Ja, fertig, ich hab's noch gefilmt jetzt hier. Nein, ich wollte kein Bild machen. Das ist so. Und Anhalt, Col della Maddalena. Mir doch ein Bild, ein Bild. Parkplatz wie für uns gemacht, direkt am Passschildchen. Da steht jetzt 1996, mein Navi sagt 2022. Ja, unbefestigt. Italia, da ist der Beweis, Italia, bella Italia, in der Bergsee, erblich. So, wir sind jetzt hier auf italienischer Seite. Wir sind gerade über den Col della Maddalena gefahren. Und wir werden jetzt mal versuchen, die Drohne starten zu lassen, weil von oben sieht man das sehr schön. Nur da oben kann man schlecht anhalten. Ich laufe mal hier rüber. Aber da sieht man es auch nicht so deutlich, nur so ansatzweise. Guckt mal da runter, diese Straße. Da ist eine Haarnadelkurve nach der nächsten. Da wollen wir jetzt mal gucken, was uns da drin ist.
schöner wie diese angesagten Pässe. Gigantische Kulisse. Ich habe dich sowieso jetzt gefilmt. Habe ich. Allein schon deswegen hast du das für den Bruder, weil die nicht so schmal ist. So, hallo? Boah, ich bin noch ganz außer Atem. Wir sind in Italien. Wir sind eine absolut geile Strecke gefahren oder immer noch. Und zwar sind wir von De Monte aus abgebogen nach Marmore. Die Strecke ist auch Got2Go schon gefahren. Ich bin absolut fertig. Wir sind noch nicht unten. Da geht's runter. Da haben wir jetzt erstmal geparkt. Frisches, klares Quellwasser. Kristallklares, eiskaltes Quellwasser. Wo das Murmeltier da oben reingefiesen hat. Ja, genau. Murmeltiere gibt's hier auch Maß. Man muss aufpassen, dass man keinen Zebra fährt. Weil es gibt keine Zebrastreifen für Murmeltiere. Aber guckt mal, da oben, dieser Berg, da oben. Da waren wir fast ganz oben, da geht es dann noch hinten rum weiter. Es ist absolut willenlos. Aber ich bin vollkommen am Ende. Für mich eng, steil. Also zwei Motorräder mit Koffer haben schon Probleme, aneinander vorbeizukommen. Aber dann bis später.